Ein File-Sharing-Abgemahnter hat in seinem Zorn einen Abmahnanwalt als Depp bezeichnet. Fällt das noch unter die Meinungsfreiheit? Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und wenn man so eine Abmahnung auf den Tisch bekommt, dann ist man erstmal verunsichert, das ist natürlich das eine. Aber andererseits kommt auch ein unglaublicher Zorn in einem hoch. Man sagt sich, warum wollen die so viel Geld von mir haben? Wieso bin ich jetzt wegen eines Musikstücks abgemahnt worden? Es sollen 800 Euro gezahlt werden, teilweise sogar 1000 Euro bei einem Film. Und die erste Reaktion, die aus meiner Sicht fehlerhaft ist, aber nachvollziehbar ist, man ruft an bei dem Abmahnanwalt und da lässt man ordentlich Luft ab. So auch passiert in einem Fall, den jetzt das Amtsgericht Bad Kreuznach zu entscheiden hatte. Da hat jemand genau so eine Abmahnung bekommen im Rahmen des File-Sharing, weil er was getauscht haben sollte. Regt sich wahnsinnig auf und macht erstmal den Abmahnanwalt zur Schnecke, bezeichnet ihn als Deppen, Schwachmaten, schwachsinnig, Winkeladvokaten und drohte ihm damit, dass er seinen Arbeitsplatz verlieren würde. Nun ja, wenn der schon abmahnt wegen File-Sharings, kann man davon ausgehen, wird er erst recht davon abmahnen, wenn er sich in irgendeiner Weise beleidigt fühlt. Insofern kam das Ganze hier eben erst vor das Amtsgericht Bad Kreuznach und ja, das hat festgestellt, dass in diesen Äußerungen, die ich gerade vorgelesen habe, eine Persönlichkeitsrechtsverletzung zu sehen ist und auch, wenn man aufgeregt ist, man sich nicht einfach gehen lassen kann. Natürlich ist die Grenze fließend zwischen freier Meinungsäußerung und Beleidigung. Das ist nicht immer eindeutig, aber in diesem Falle, wenn ich jemanden als Schwachmaten, Idioten und Winkeladvokaten bezeichne, dann ist das natürlich klar eine Beleidigung, dass die Grenze überschritten. Und jetzt mache ich ein Experiment mit euch. Da ihr ja jetzt die ganzen Abmahner nicht als Deppen bezeichnen dürft, wie wir gerade erfahren haben, machen wir so eine kleine Umgehung der ganzen Nummer. Falls ihr schon immer mal einen Abmahnanwalt als Deppen bezeichnen wolltet, dann gebt diesem Video einfach einen Daumen hoch und wir alle wissen, was gemeint ist. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis bald. Thank you.